So, Final Fantasy 14. Yashtola, Tankrit, Ida, Alfinot und zweiter Yashtola. Nehmen aber keinen von euch. Also Final Fantasy 14 habe ich natürlich gezockt. Ich glaube, die zweite Erweiterung habe ich noch durchgespielt. Ja, das war's. Ich bin bei der dritten, glaube ich, gelandet. Ja. Ja, und seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Das ist auch schon, boah, bestimmt 2 Jahre her. Vielleicht sogar 3. Also 2 auf jeden Fall. Nicht, weil es langweilig ist, sondern Online-Spiele sind halt schwierig für mich zu spielen. Zeitlich halt einfach, ne? Ich meine, man könnte das auch als Let's Play-Projekt machen. Aber es wäre dann halt so ein boah, unendliches Projekt. Weil ich halt auch einer bin, ich mache alles. Alle Quests und so weiter. Bis es dann zur Hauptstory weitergeht, habe ich, glaube ich, erstmal alle Nebenquests erfüllt. So mache ich das immer. Ja, weil ich nichts verpassen möchte, so, ne? Na, wenn ich die Musik höre, dann bin ich wieder drin. In Final Fantasy 14. Find's auch super, dass das Spiel immer noch läuft, ne? Ich muss es echt wieder spielen. Schauen wir mal, dass ich das dieses Jahr auch noch mal hinkriege. Ah, Battle Team. Ja gut, Fallen Angel ist hier auch drin. Der Kampf gegen Garuda. Mega episches Team, muss ich sagen. Besonders der Anfang, wenn sie vom Himmel steigt. Ah, richtig cool. Aber nicht gut, wenn du Leute hast, die keine Ahnung haben von dem Kampf.
glaube, 15 haben wir nur noch und dann, dann war es das tatsächlich auch schon. Oder ich unterteile die Videos, das können wir ja auch machen. Ja, ich gucke gleich mal. Ah, verdammt. Guck, jetzt bin ich unkonzentriert. Falsch rum. Tons from the Heavens. Nice. Da haben sie natürlich ein geiles Thema jetzt noch rausgesucht. Mega geiles Lied. Boah, 1,5 Stunden sind wir ja schon dabei, ey, krass. Über 1,5 Stunden. Schön. Na, bin mit König, aber ich bin sich 2 Stück. So, jetzt gibt's wieder Werbung. Nemesis. Das ist, wenn du gegen zum Beispiel Ifrit oder so kämpfst. Kommt diese Musik.
Nee, nicht gegen. Nee, nicht gegen Ifrit. Nee, das ist, wenn du gegen in einem Dungeon bist und dann gegen den Boss kämpfst. Gegen den letzten Boss. Dann kommt die Musik. Mega episch, mega episch. Die Villa haben sie im Hintergrund, ja. Boah, ich habe keine Ahnung, wie die Villa nochmal hieß. Ich bin ganz ehrlich, die Villa habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wann ich gestorben bin, warum ich gestorben bin, warum das so viel gezogen hat oder sonst irgendwas. Den Kampf habe ich null verstanden. Aber die Hauptsache ist ja auch einfach gewonnen. Mega episches Lied, finde ich. So. Ah, wir haben Odin bekommen. So als Stein meine ich. Dass wir Odin beschwören können. Das ist natürlich geil. Na, das war's dann schon für 14.